Hallo Freunde, herzlich willkommen bei CF-Kritik. Und ja, nächstes Jahr im Oktober startet ja wie bekanntlich James Bond 24, ist ja nur ein Arbeitstitel in den deutschen Kinos. Aber Mitte Dezember findet schon eine Konferenz statt, so wie bereits von den letzten zwei Filmen. Und da wird dann wahrscheinlich bekannt gegeben, wie der Cast lauten wird, also wenn die jeweiligen Darsteller alles verkörpern werden. Oder der Filmtitel wird bekannt gegeben und wahrscheinlich auch der komplette Plot. Daily Mail möchte aber, will bereits erfahren haben, wer Christoph Waltz spielen wird. Und das wird wahrscheinlich die Figur Franz Oberhauser sein. Und Franz Oberhauser ist der Sohn von Hans Oberhauser. Und Hans Oberhauser ist praktisch wie ein Ersatzvater für James Bond gewesen. Der hat ihn immer unterstützt und war für ihn praktisch wie ein Vater. Und deshalb ist ja auch klar, dass auch er zu seinem Sohn dann eine große Verbindung haben wird, also James und Franz. Wie sich aber dann mit Hilfe eines Twists herausstellt, könnte aber auch erst im übernächsten Film rauskommen, ist er eigentlich, steckt eigentlich hinter dem Bösewicht Blofeld. Blofeld und ist so ein richtiger Bösewicht. Und mehr weiß ich jetzt auch nicht, mehr ist auch nicht bekannt gegeben worden. Auf jeden Fall ist das dann fast so wie bei Star Trek Into Darkness, wie das mit Khan gewesen ist. Zuerst eine ganz normale Figur, die einen normalen Namen hat, am besten noch mit dem Hauptdoktor, eben James Bond hier, befreundet ist und alles, aber sich dann rausstellt, dass er eigentlich der Bösewicht ist. Ob Christoph Waltz also auch im nächsten Film schon den Blofeld spielen wird, ist noch nicht bekannt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er im nächsten Film einfach nur den Franz Oberhauser spielen wird und dann erst im übernächsten Film das Ganze sich so entwickeln wird, dass er zum Bösewicht wird. Das war's jetzt mit meinem Film-News-Video, beim kurzen zu James Bond. Wie ihr sehen könnt, steigt jetzt ja langsam die Gerüchteküche. Es gibt immer mehr Infos und so. Ich glaube, der erste Teaser könnte sich jetzt auch bald mal blicken lassen, so Januar, Februar, nehme ich mal an. Ansonsten habe ich jetzt noch einen paar sekündigen Clip für euch. Das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Trailer zu Jurassic Park. Jurassic World, sorry, ich verwechsel das immer noch. Und passt jetzt nicht so zu diesem News-Video, aber ich möchte jetzt nicht extra nochmal ein Video machen dafür. Deshalb hänge ich euch jetzt noch einen 15-sekündigen Clip ungefähr an. In der sehen wir einen Hai, der im Jurassic World Park hängt und dann, naja, taucht etwas aus dem Wasser auf und sieht selbst. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat, eingeschlossen mit dem Clip, und mich abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.